So, einen wunderschönen liebe Zockermannschaft. Wir sind wieder zurück in Rimworld und wir verkaufen mal das ganze Zeug. Und zwar Alpaka, Blendezeug und das Menschengesocks. Was ist denn das? Da. Ja, bringt nochmal 500. Nice. Den Rest kann hier wieder zu Dingsleder verwurstet werden. Hier. Gut, zusammengemischten Stoff läuft. Würde ich mal sagen, verkaufen wir das mal und kriegen 1,5. Und wir gehen jetzt hier hin und ich sehe schon, wir werden schon wieder hier abgepackt. Das ist jetzt das Tiergebiet, Tiere im Tiergebiet, Ingo, Nina. Los geht's. Wir müssen auf jeden Fall zuerst nach oben zu dem Mörser, weil der Kacke ist. Nina tötet den Mörser. Ich mach das. Und Ingo kann ja schon mal anfangen, die Batterie wegzumachen. So. Und hier so Solaranlage. Ganz, ganz wichtig. Na. Und ich habe was abbekommen. Nicht gut. So, Nina, kümmere dich um die Batterie. Ingo, Solaranlage. Batterie. Kümmere dich mal um das Schütz. Sehr gut. Dann auch kurz die Dinger kaputt machen. Können wir den gebrauchen? Nicht wirklich. Alter, wirklich jetzt? Hast es nicht. Ohne Vorwarnung, die explodieren einfach. Doch ein Fick hier. Mann. Ohne Witz. Töten. Mörser. Ach Mist. Nein! Wie alles drauf gegangen ist. Ich könnte übelst hier in Strahl kotzen. Ist doch ein Fick, Mann. Tür ist offen.
Ob wir da noch was drin finden. Hier noch. Echt zum Kotzen, wie alles explodiert ist. Mann! Das wäre so schön gewesen. Echt zum Kotzen manchmal. Das Spiel fickt einen richtig manchmal. Man sieht's, man hat's gesehen. Damals war alles perfekt und jetzt, ja? Jetzt einfach nur alles Kacke. Mann. Noch irgendwas zum Aufknacken, zum Mitnehmen? Nee. Gut, dann können wir wieder abhauen. Aber zuerst speichern wir, verdammt. Nicht, dass es uns wieder passiert, ja? Welt. Hier. Siedlung. Gegenstände. Bauteile nehmen wir mit, die Credits nehmen wir mit, das Salz eher weniger, den Fertilizer, das Stahl, Plastahl. Und das nehmen wir mit. Ja, leider fehlen uns da haufenweise Sachen, die wir nicht mitnehmen konnten. Aber naja. Gut, die Brocken haben wir mit. Plastahl, Salz, dies, das, jenes. Oh, es regt mich sowas von auf, dass so viel Zeug jetzt weggegangen ist, aber egal. dafür haben wir eine Menge Stahlschlackebrocken, die wir jetzt mit nach Hause nehmen. Daraus können wir schön Eisstahl machen. Ja. Denn mal... Ach, weißt du was? Hier, Salz nehmen wir auch mit. So, es geht los! Abmarsch! Ohne Probleme jetzt? Ja, jetzt geht's! Ich fasse es einfach nicht. So, aber alles safe. Das, die Anomalie, da müssen wir auch mal hin. Ich bin echt gespannt, was es da zu holen gibt. Allerdings geht's den Tieren gut. So, er ist jetzt fleißig hier am Kochen. Sehr gut. Was hat denn der gerade gekocht? Boah. Bist du? So, wer war nochmal? Jess. Baut. Okay. Könntest du hier den Taylor mal anschmeißen? Das wäre geil. Wuff, 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 wuff. Jip. Nimmt erstmal schön Kanister mit. Rabe Vera. So, Maximus ist wieder fleißig am Stew kochen. Ja, weil wir Karotten haben, das ist gut. Und wo kommt der denn jetzt? Kokosnuss. Ah ja, die Kokosnuss, die hier... Boah, ein Großhändler. Jetzt geht's aber los hier. Jetzt geht's los. Besuchergruppe Taxi hatten wir. Und der Großhändler ist da. Ich würde schon fast sagen... Hier muss irgendjemand mal haulen. Und zwar ins Lager reinschmeißen. Hier. Das kann ich bestimmt gut verkaufen. Künstler mal bitte. Trage das mal ins Lager. Weil Teufelsgarn ist bestimmt gar nicht mehr so billig. Squidleder. Jetzt? Du holst die schäbige Dinger. Trump.
Es geht's, ihm geht's noch nicht so gut, da ist mir scheißegal. Red mal mit dem Großhändler. Vielleicht können wir da noch eine sehr gute Sache aushandeln. Okay. Oh, geil! Wir können die Küken loswerden. 7 Küken. Davon 3. Davon haben wir 8 Stück. Krass. Verkaufen. Unsere beiden Hauptdinger. Und das. Ja, war's. Und davon gibt es auch nochmal 5. Boah. Nice. So, Polarwolf, Polarwolf. Ah ja, hier unsere beiden Kinder, oder? Und die können wir dann auch verkaufen. Die Welpen. Gucken. Eine Kuh. Wir können uns eine Kuh kaufen. Nee, 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 nee. Polch. Ja, Kraftstoff können wir verkaufen. Nein. Bauteile. Nein. Bauteile kaufen. Können wir die? Nein. Hemp. Die Teile bleiben auch. Könnten ihnen das Ambrosia verkaufen. Und das hier. Ein bisschen Platz. Luziferium auf jeden Fall. Nicht, dass da jemand was. Boah. Guckt euch an. Chuck, weg damit. Poststarter, Fertilizer, Stahl. Wir kaufen. Ich. Bim, bim. Sind auf 60 runter. Das ist doch ein Witz, oder? Plastahl. Würde ich auch gerne kaufen. Ich. Will ich meine Rauchblatt verkaufen? Und ein bisschen Geld haben. Mit den noch verkaufen. Bambus. Klar. Noch was? Oh. Okay. Noch was? Teufelsgarnmütze. Wusste ich doch, dass sie ein bisschen was wert ist. Holztable, den Hocker. Den anderen Mist wollt ihr nicht. Ihr wollt keine schöne Stehlampe haben. Was seid denn ihr denn für Penner? So, wir kriegen immer noch 400 von denen, obwohl wir denen so viel schon hier geboten haben. Das ist Wahnsinn. wir kaufen davon 100. Um zu testen, natürlich. Sugarkane. 100 Sugarcane zum Testen. Wir daraus Whisky machen können. Ansonsten muss ich das noch nichts probieren. Ansonsten kann man so lassen. Da ist unser Zeug. So. Okay. Mal das hier. Und dann bin ich mal gespannt, ob es denn hier in den Whisky-Dingsbums
Mischer reingeht. Ein Großhändler, ich weiß. Wie viel nimmst du? 25? Jetzt bin ich gespannt. Weg? Feige? Kommt nicht in den Whisky rein. Kacke. Wirklich jetzt? Okay. Sogar kennen ist es nicht. Dann brauchen wir wirklich Korn. Dun, 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 dun. Dann muss man auf jeden Fall dann irgendwas anderes bauen. Daraus macht man denn Rum? Das weiß ich. Dann machen wir da lieber einen Rum-Teil. Ja. Und der hat 5 hergestellt. Und hier passt 25 rein oder so. Das bedeutet, 5 hergestellt, wir haben noch 75, noch 4, ne 3. Du kannst noch 3 mal herstellen. Und irgendeiner Sap macht hier das Rumding fertig. Läuft wie Sau. Da kommt er angeflitzt. Wie geil ist das denn so? Wie läuft hier das Training? Ja, muss noch einmal trainiert werden. Ja, jetzt kann ich auch die Rumdings füllen. Aber wir machen es noch 2-mal. Und dann kann gefüllt werden. Dann gibt's Rum. Selbstgemachter Rum, Mann. Dann haben die Sugarcane doch noch Dings. Ihr Berechtigkeitsdasein. Dann muss ich wirklich aus Korn machen. Vorstellen. Oh, er wird schon an. Das ist genau 25 rein. Und das letzte. Zack. 10 ist schon drin. Hier müsste glaube ich noch ein Eimer sein. Nein. Keiner. Ist er denn schon drin? 15. Ahnung. Auf jeden Fall ist er jetzt genug drin. Und
Zollgarten ist fertig, sehr gut. Dann können wir es auf Stufe 2 machen. Ihr fragt euch bestimmt, ja, was ist das jetzt? Ja, zeige ich euch. Und zwar kann ich jetzt damit mit Garden Tools, kann ich jetzt sowas hier machen, Garden Soil. Das macht denn eine Wachstumsrate um 120%. Da braucht's RIP, dazu brauche ich 10 Fertilizer. Das geht auch noch besser. Und zwar, wenn ich das Ding auf Stufe 2 pack. Forschung. Und da können wir dann auf jeden Fall super Dünger machen. Oder war es das? Eins von beiden. Auf jeden Fall werde ich alle beide machen. Wow. Du kannst schießen. Wahnsinn. So, wo war ich stehen geblieben? Ja. Ah, genau. Denn wächst es hier alles schneller. Womit ist hier eine Fruchtbarkeit von 100. Und wenn ich die dann auf 120 mache, ist schon ein besserer Ertrag. Aber das andere Ding, weil ich bauen will, das hat dann einen Ertrag von 200. Und das ist mal sowas von fucking geil. Aber erstmal machen. Das kann noch ein bisschen dauern. So, Hemdzeug haben wir jetzt auch. Bedeutet, wir können noch ein so ein Hemdding machen, was mindestens normal ist. Und zwar soll schon normal sein, wie die anderen hier. Normal und besser. Maximus ist überhaupt nicht erfreut, weil er hat Menschen geschlachtet. Uhu, buhu. Ja, ist kein Problem. Wir haben ja bald Alkohol. Kann er die Sorgen sich in Alkohol ertrinken? Ich denn noch nein, habe ich nicht. Trump, wie geht's mit dir? Okay, alles safe. Die sind auch am Chillen. Und da fällt mir ein, eigentlich wollte ich mehr in die Dings gehen, in die ach, wie heißt das? In die Energieproduktion. Aber naja. Man sieht ja, was passiert. Es kommt irgendwie immer irgendwas dazwischen. So. Der Rum ist in 9 Tagen fertig. Kacke. Temperaturen sind bei 10. Muss ich mich verarschen? Muss ich etwa jetzt anmachen? Das ja. Erstmal schön Holzofen hier reinpacken. Nee, vielleicht nicht. Oder vielleicht doch. Jetzt hier schön warm ist. Gucken wir mal, testen wir mal. Nina ist vollständig erholt. Toll. Zap.
Ah, wasch dich mal und dann hast du hier mal kurz was zu machen. Ist Penikan. Ja, kannst du ruhig machen. Lecker, Dosenfutter. So, was machst du? Ja, kann man machen, aber es wäre toll, wenn du diesen Ofen hier schnell machst. Damit ich testen kann, wie lange er brennt mit Holz und wie viel Hitze hier gemacht werden kann. Maximus ist gerade maximal am Ausrasten. Remy! Wie lange ist es denn noch? 4 Tage! Und hat Jerich eine Kleidung an. Hört der Schlaf. Fühle mich nicht gut. In Kälte geschlafen. Wat, 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 wat. Ist jetzt hier wieder Kältezeit? Boah. Soll ich überall jetzt hier die Heizung anmachen oder was? Gucken wir mal. Irgendeiner muss da noch Holz reinschmeißen. Okay. Kannst du? So, einen wunderschönen alten Ofen hier. Mal gucken. Für 2 Tage. Aber macht er denn genug Hitze? 15. Nicht, dass jetzt hier mein Zeug kaputt geht. Wenn ich hier ansetze. Für Kacke. Ja, das Geilste ist ja dieser Holzofen. Der brennt wunderschön bestimmt, aber ich sehe es nicht, weil ich den verkehrt rum musste. Ah, ich Bobby. 9 Tage, das ist eine verdammt lange Zeit, muss ich schon sagen. Was machst du? Ibbel. Die Menschen verhungern, er macht Kibbel für die Tiere. Damit sie am Leben bleiben. Er ist sehr tierfreundlich, muss ich schon sagen. So, wie sieht es hier aus? Sieht gut aus. Die ganzen Hühner und Vögel und weiß nicht was habe ich alle verkauft. Gab ein bisschen Geld. Ist in Ordnung. Weil genug Fleisch haben wir ja eigentlich gehabt. Wo kommen die ganzen Kokosnüsse her? Irgendwelche Leute aus dem Kongo hier oder was? Achso, ja. Die hier sind es. Ah, okay. Mann, Mann, Mann. So, make kibble. Ist doch nicht dein Ernst, oder? Machst du jetzt noch mal kibble? Okay. Oh, ein Kirby noch. Ah, Dennis. Aber Dennis Schluss. So, noch einmal Kibbel, dann haben die Tiere wieder genug. Wann habe ich das eigentlich wieder. Wann geht's denn eigentlich. Oh, ja, genau, bei 500 geht's wieder los, sagst du. Das ist sowas von knicken bei 200. Kannst du wieder anfangen. So, wo sind unsere Leute? Noch 1,3 Tage. Sind wir da. Nice. Nice. Haben wir denn wieder massig an Credits dabei, die wir verscherbeln können? Und die Lampen will keiner, oder? Soll ich die denn zerkleinern? Und wo kam denn jetzt. Ah, plus oben ist immer noch nicht abgebaut.
Tatsächlich, da ist noch massig zu haulen. Oh Mann. Das macht keiner. Ach naja, das ist ja nur Eisen, von daher passt. Ist ja nicht so schlimm. Das ist Silber. Hier ist noch Eisen. Der Stahl. Hier kann man noch was ganz gut abernten. Okay. Da fällt mir ein Zonengebiet. Kein Dach. Oh, ab da fängt es an, problematisch zu werden. Mal gucken. Wat, 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 wat? Okay, sie kommen bald wieder. Die rote Muschel verlässt die Kolonie. Ja, können sie machen. Abbauen. Und zwar kann man ruhig so machen. Ne? So. Genau wie das. Ich habe ja gesagt, dass da kein Dach mehr drüber sein soll. Sollte kein Problem sein mit Abreißen. Voraussichtlich. Vielleicht brauchen wir das ganze Gebiet mal irgendwann mal, ne? So, was machst du? Ach so, du musst hier die Windturbine mal maintrainen, okay. Wieso nicht? Howler-Border-Roboter wollte ich machen, genau. Da war ja was. Mehr Gras. Sehr gut. Und die Dinger sind ja auch schon gewachsen. Fast. Oh Gott, die Dinger sind bald tot. Und Nastos ist auch vollständig erholt. Das läuft. Eine gute Leinhose. Ah, hier sind auf jeden Fall noch ein paar gute Sachen. Und du machst. Ah, Stu. Oh, nom nom nom. Eigentlich mal wieder was Richtiges zu futtern macht er. Oh. Wie geil, der Hund hat ein Ei gebracht. Aber jetzt weiß ich auch, warum keine Milch mehr da ist. Ich habe ja den ganzen Muffalos mitgenommen, oder? Nee, Alpakas gibt es ja auch. Oh, da fällt mir ein. Kacke. Einmal verkleinern. Oh. Oh. Wäre ja, ja fast schief gegangen, würde ich sagen. Jess hat 9 Machtpunkte. Nice, Jess. Ja, ich spiele. Oh, 3 Punkte. Und auch die Cooldown runter. Ja, holen. Oh, hier. Wat, 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 wat. Oh,
auch leid? Also musst du ein paar Leute heilen oder was? Boah. Bist du mir auf den Sack? So, die nächste. Du. Bei dir aus? Sieht eigentlich soweit gut aus. Ich hier mal in Macht rein. Kritischer Zusammenbruch. Schwer. Nastus. Wieso denn? Was ist denn passiert? Absoluter Vergnügungsmangel. Ja, haben wir ja bald. Er kommt erstmal rein und total genervt. So, boah, aus dem Weg, ihr Penner. Ich bin total genervt. Schmeißt alles hin und verschwindet. Boah, das Sternhimmel. Oh, schöner Himmel. Geil. Ja. So, ich bin auch wieder da. Mein Vergnügungsmangel ist auch gut. Ich bin inspiriert von Nina. Ich bin clean. Ich war erstmal schön mich reinigen. Wo denn das jetzt schon wieder? Egal. Was machst du überhaupt jetzt? Entlädt Inventar. Okay. Was nicht, wie schon wieder die Lichter überall ausgehen. Von was denn? Draußen ist schon wieder. Aus. Hier, kann erstmal wählen. Nina und Bastos. Und Icke. Und ich muss auf jeden Fall wieder hier Strom ausmachen. Ist aus? Ja. Ja, wir müssen auf jeden Fall weiter in die Energieversorgung rein. Verbesserten Gedüns, Düns, Düns. Und lass mich raten, die sind verreckt. Ich könnte einfach nur kotzen, wie die Dinger nie fertig werden, weil hier permanenten Problem herrscht. Mann! Aber gut, ich sehe schon, wir haben schon wieder extrem überzogen. Würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.